Entschuldigen Sie, das Ganze finde ich für sehr, sehr wichtig. Eine Sekunde, ich muss mal ganz kurz weg. Ich bin gleich wieder da, okay? Okay. Oh mein Gott. Freunde, ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Hier ist gerade jemand auf dem Teamspeak. Ich rede gerade mit ihm, der ist in den Support gegangen. Oh Gott, ihr habt gar nicht alles mitbekommen. Der macht hier einen auf Anwalt und er meint, dass ein Spieler zu Unrecht gebannt wurde. Und jetzt macht er hier einen auf Anwalt. Ey, es ist so lustig, Freunde, ohne Scheiß. Ey, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir entmuten uns einfach mal. Ich habe jetzt gerade extra direkt die Aufnahme angemacht. Ich entmute mich einfach mal direkt und schau mal, was er jetzt noch weiter von mir will. Ey, ohne Scheiß, Freunde, das ist so lustig. Wenn ihr es auch lustig findet, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Ich entmute mich jetzt mal ganz kurz. Ich bin gespannt, was er so noch so zu sagen hat. Ey, das ist die Höhe. Das ist einfach die Höhe. So, ich bin jetzt wieder da. Ach, vielen, vielen Dank. Ja, wollen wir dann weitermachen, da, wo wir aufgehört haben? Ja, wir können da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ja gut, nach wie vor liegt da ein Verstoß vor. Wir haben da nicht richtig gehandelt. Aber wir haben doch genau richtig gehandelt. Der hat gehackt und wurde gebannt. Und das ist doch ganz normales Vorgehen, oder nicht? Nein, das Ganze war illegal. Ich kann das auch ganz kurz mal erklären. Ich habe Ihnen das schon eben erzählt. Sie haben doch schon mal was von Paragraph 3 Absatz 6 gehört, oder? Nein, habe ich nicht. Muss ich davon gehört haben? Ich glaube, dann haben Sie einiges verpasst. Sie doch als Serverinhaber sollten noch da informiert sein über die Rechte Ihrer Spieler, die auf dem Server bei Ihnen spielen. Und ich rede jetzt hier von meinen Mandanten. Ich kann Ihnen auch gleich nochmal den genauen Ingame-Namen von meinem Mandanten schicken. Es liegt hier ganz klar ein Verstoß vor. Aber welcher Verstoß denn? Mein Mandant wurde nicht auf seine Rechte hingewiesen. Ihm wurde nicht angeboten, Rechtsbeistand hinzuzurufen. In diesem Falle wäre ich das gewesen. Ich hätte bestimmt in der Situation helfen können und schlichten können, sodass für beide Seiten da was Besseres bei rumkommt als ein permanenter Ausschluss aus ihrem Netzwerk. Ist Ihnen das schon mal in den Sinn gekommen? Ich verstehe gerade gar nicht, wo das Problem liegt, ehrlich gesagt. Sie werfen doch mal Mandanten eine Straftat vor, oder? Sehe ich das anders? Nee, ich werfe Ihrem Mandanten vor, dass er gehackt hat auf meinem Server und deswegen wurde er gebannt. Ich verstehe auch gar nicht die Ironie dabei, warum Sie jetzt dabei grinsen. Weil das ist ein ernstes Thema in meinen Augen. Ja, ist es auch. Ich habe nicht umsonst mich jahrelang mit der Thematik auseinandergesetzt, um jetzt hier mit Ihnen zu kommunizieren und letztendlich ausgelacht zu werden. Ich kann Ihnen das mal erzählen. Also bevor Sie jetzt wieder sagen, Sie wissen nicht, worum es geht, das machen Sie ja ungefähr schon seit 10 Minuten, seitdem wir reden. Ich kann Ihnen das mal ganz kurz sagen. Also es liegt hier ganz klar ein Verstoß vor. Ein Bann, ein permanenter Ausschluss aus Ihrem Netzwerk muss begründet sein. Es liegen auf der einen Seite keine Beweise da, die ich jemals gesehen habe. Ich habe in keinster Weise ein Foto, Video oder irgendeinen Schriftzug, der das Ganze beweist, dass mein Mandant gehackt hat. Wir haben immer Beweise. Ich müsste dann mal den Supporter oder Moderator fragen. Ich glaube bloß, dass der gerade nicht da ist. Aber wir haben anders wir sein, haben, dass wir haben, sie nicht also genau wir bannen nicht zu Unrecht. Also wenn jemand wegen Hacks gebannt wird, dann hat er meistens in 99,9% aller Fälle hat er meistens auch gehackt. Naja, aber dann könnte und ja wenn, trotzdem wenn, und wenn der ihr, Fall eintreten, wenn von ihr Mandant, 1%, wenn, von denen Sie gerade geredet haben. Ja, wenn ihr Mandant, das ist doch ganz einfach, wenn ihr Mandant nicht gehackt hat, dann soll er einfach einen Entbannungsantrag im Forum stellen. Ja, das hat mein Mandant schon gemacht, der danach abgelehnt wurde. Ja. Das ist ja die Thematik. Ich würde nicht hierher kommen. Mein Mandant würde nicht den Aufwand betreiben, mich mit meinem Stundenhonorar hier auf den Teamspeak schicken, dass ich dann hier mit ihm kommuniziere, dass ich ihn dann letztendlich weitertrage, dass er einen Entbannungsantrag stellen soll im Forum. Das ist ja nun absolut lächerlich schon wieder. Ich sag Ihnen eins, das ist ein Verstoß gegen die Minecraft-Menschenrechte. Und wenn Sie weiterhin also, das auf die lockere Schulter nehmen, dann kriegen Sie ein Problem. Dann geht es nämlich bald an den Bundesgericht. Hören Sie sich überhaupt selber zu, Minecraft-Menschenrechte. Also jetzt langt so langsam ja auch mal. Also wirklich, was erzählen Sie denn hier für also, wir hören mal, wir bleiben mal ganz kurz im Wortlaut stehen und ich möchte Sie einmal bitten, in mein Büro zu kommen. In Ihrem Netzwerk auf Citybuild Summer. Sie können sich einfach zu mir porten. Wie heißen Sie denn? Dr. Müller.
Dr. Müller. UE Umlaut. Dr. Ich kann Ihnen das Ganze auch nochmal buchstabieren. Dr. Ich finde keinen Dr. Müller. E wie Dora. Ja. R wie Rosa. Ach so, die Abkürzung. Ah, genau. Okay. Ich komm zu Ihnen, warten Sie. Ich führe Sie in mein Büro. Ich muss mich entschuldigen, dass hier meine Empfangsdame heute Urlaub hat. Deswegen kann ich Ihnen jetzt selber höchstens ein Wasser anbieten. Kommen Sie bitte mal mit. Folgen Sie mir mal ganz kurz hier. Sie sind sogar hier die Dr. Müller. Wie, oh Gott. Okay. Tag. Seien wir ernsthaft. Warum soll ich jetzt... Folgen Sie mir mal. Wir gehen mal hier in unsere Ecke, wo wir mal ganz normal weiterreden können. Ich möchte doch einfach für Sie auch nur das Beste haben. Und wenn das so weitergeht, dann geht es hier um eine Klage. Wissen Sie, was das für Sie bedeuten kann? Wissen Sie, dass es noch eine... Soll ich das ausdrücken? Ich muss mich jetzt erstmal sammeln. Ich hätte nicht erwartet, mit so einer destruktiven, ich muss da wirklich sagen, dass ich überfragt bin, weil bis jetzt war das immer so, dass meine Fälle so verlaufen sind, dass die Gegenseite auch den Ernst der Lage akzeptiert hat. Das ist bei Ihnen in keinster Weise der Fall. Deswegen muss ich, glaube ich, mal ganz kurz mich neu sortieren und, glaube ich, mal eine andere Gesprächstaktik anwenden, damit Sie langsam mal verstehen, um was für eine Wichtigkeit dieses Thema ist. Okay, dann legen Sie mal los. Ich kann Ihnen mal ganz kurz sagen, ich verstehe durchaus, dass es jetzt hier gerade um ein wichtiges Thema geht. Aber man kann es auch übertreiben, oder nicht? Ich meine. Naja, das sagt der eine so, der andere so. Mein Mandant hat mich beauftragt, dem Ganzen nachzugehen. Und mir wird mit jeder Silbe, die Sie von sich geben, ganz klar, dass hier falsch gehandelt wurde. Mein Mandant wurde zu keinem Zeitpunkt rechtlich belehrt. Das Ganze wird festgelegt in Paragraph 2 Absatz 7, Zeile 6. Die Belehrung meines Mandanten hätte vor Ort stattfinden müssen bei der Feststellung. Was für eine Belehrung, Ihr Mandant? Ihr Mandant, so wie Sie ihn nennen, okay? Der hat hier gehackt und da muss man ihn nicht irgendwie belehren. Das ist Minecraft. Wir wollen hier Spaß haben und wenn jemand hackt, dann hat er den Bann zu akzeptieren. Genauso wie mein Mandant Spaß haben möchte. Aber er kann keinen Spaß mehr haben, weil Sie ihn permanent ausgeschlossen haben und ihm keine Chance mehr geben. Sein Bann wurde abgelehnt. Wieder aus einem sehr nicht plausiblen Grund. Es wurde gesagt, dass die Beweise nochmal anscheinend immer im Archiv, ich weiß nicht, wo Sie Daten lagern, nachgeschaut wurde. Dort wurde nochmal festgestellt, eindeutig, angeblich, ich möchte es in Anführungszeichen setzen, da ich nach wie vor immer noch nicht nachvollziehen kann, wie sie überhaupt darauf kommen, dass mein Mandant gehackt haben soll. Auf jeden Fall wurde im Archiv nachgeschaut und da wurde anscheinend festgestellt, dass eindeutig ein Hack festgestellt wurde und so auch der Entbannungsantrag natürlich abgelehnt wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht verstehe, wie mit so einer Ignoranz hier in dieses Gespräch kommen können. Ich kann Ihnen ja auch nochmal sagen, ich weiß nicht, anscheinend bin ich der Erste, der Sie damit irgendwie konfrontiert, aber ich kann Ihnen eins sagen, das Ganze hat rechtliche Konsequenzen für Sie. Haben Sie schon mal was vom Minecraft-Bundesgerichtshof gehört? Nein, also stoppen Sie jetzt mal ganz kurz. Was erzählen Sie denn jetzt hier? Also sorry, was sind Sie für ein Vogel? Ich verstehe jetzt auch ganz ehrlich nicht, wo das Problem ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Spieler. Ja, ich kann Ihnen mal ganz genau sagen. Ich kann Ihnen mal in Kursform ganz kurz aufzählen, gegen welche Paragraphen Sie verstoßen haben, aber gegen Paragraph 3, gegen Paragraph 6, gegen Paragraph 12. Ja, aber was ist denn Paragraph 3? Erzählen Sie doch mal, was ist denn Paragraph 2? 2 sollten wir noch hinzufügen. Ich habe mich eben von Ihnen beleidigt geführt. Dann haben wir hier noch mehrere Punkte, die gegen Sie sprechen. Ich habe hier wirklich ein großes Problem. Ich fasse mir mit den Händen an den Kopf, weil ich wirklich... Ja, ich mir auch. Ich bin wirklich überrascht, wie gesagt, über Ihre absolute destruktive Ignoranz, die Sie hier an den Tag legen. Wir sprechen über ein absolut wichtiges Thema. Und das Einzige, was Sie von sich geben, ist, dass das Ganze berechtigt wäre. Ich habe nicht einen Beweis. Machen wir das doch mal anders. Ich schicke Ihnen mal den Ingame-Identifikationsnamen von meinem Mandanten. Und Sie können mir da mal ganz kurz die Archivbeweise zukommen lassen. Und dann werden wir ja mal schauen, wie das dann aussieht, ob ich da wirklich feststellen kann, dass mein Mandant da wirklich einen sogenannten Hack benutzt hat, eine kleine Modifikation. Da bin ich mal wirklich gespannt. Und wenn sich da herausstellen sollte, dass mein Mandant zu Unrecht hier verurteilt wurde, ja, dann haben Sie ein ganz großes Problem. Und da rechnen Sie nicht nur mit einer Klage, da rechnen Sie mit in der Pluralform gesprochen, mit Klagen bis an den Bundesgerichtshof in der Sektorabteilung Minecraft. Und da lassen Sie sich mal
kann Ihnen da eindeutig sagen, dass Sie da Rechtsbeistand suchen sollten und auch nicht nur einen. Denn wenn es so sein sollte, dass das Ganze zu Unrecht ausgesprochen wurde, zu Unrecht das Hausverbot ausgesprochen wurde, dann werde ich Sie bis auf die Unterwäsche ausziehen und da bin ich mal gespannt, wer am Ende gewinnt. Und Sie können mir glauben, dass ich noch nie was verloren habe. Wir werden auch nochmal über den postialischen Weg von mir hören, dass ich auch nochmal eine eindeutige, beurkundigte Bestätigung bekomme, dass Sie diesen Bann nach wie vor für realitätsnah halten, also dass Sie immer noch einschätzen, dass der Bann gerechtfertigt ist. Das Ganze und, können Sie dann und Sie sind Anwalt. Bitte dann mit Firmenstempel und auch mit Ihrer Unterschrift und Sie aber sind das Ganze Anwalt. Kriegen Sie dann auch von meiner Empfangsdame über den postialischen Weg nach Hause gesendet. Und Sie sind Anwalt, das ist richtig, oder? Ja, das haben Sie richtig erfasst. Und haben Sie auch studiert dafür? Oder nennen Sie sich jetzt hier gar nicht als Anwalt ausgeben? Oder nennen Sie sich einfach nur so Anwalt? Beruhigen Sie mal. Ich habe jahrelange Praxiserfahrung, mehrere Jahre theoretische Erfahrung und Sie wollen mir jetzt hier unterstellen, nach einem zweifachen Doktortitel, dass ich in irgendeiner Form Sie betrügen würde? Oh Gott. Wissen Sie, was ich für einen Stundensatz habe? Stundensatz? Wir sind hier in Minecraft immer noch. Wissen Sie, was ich für einen Stundensatz habe? Hat einfach nur gehackt und wurde in einem Minecraft-Intervall, in einem Minecraft-Stundenintervall, in einer Stunde in Minecraft verdiene ich 12.000 Dollar. In-Game-Dollar. Ja, so, ja, ich glaube, dass ich hier nicht meine Zeit verschwenden möchte mit Ihnen. Denn das Ganze ist ja für mich auch, für mich ist das ja auch das Ganze ein sehr hoher Aufwand, da ich ja dienstlich reisen musste hier auf einen anderen Teamspeak. Das Ganze wird meinem Mandanten nochmal extra berechnet und Ihnen ist klar, dass Sie am Ende diese Rechnung zahlen werden. Sie werden am Ende des Gerichtsstreits, wenn sich herausstellen sollte, dass Sie zu Unrecht meinen Mandanten verurteilt haben, dann zahlen Sie meine Rechnung. Und glauben Sie mir, wir sprechen davon weitaus über 100.000 Dollar. Ja, also wenn ich dann verurteilt werde, dann werde ich das dann wohl oder übel zahlen müssen. Schicken Sie doch mal den Ingame-Namen rüber von Ihrem Mandanten. Ja, warten Sie, da muss ich einmal ganz kurz in meiner Mandantenkartei suchen. So, da finde ich das. Ich kann ja mal schauen, was ich machen kann. Brauchen den Ingame-Identifikationsnamen, richtig? Ja, den Ingame-Namen. Genau, die Identifikation. Ja, wir ändern hier einmal ganz kurz so. Dann schauen wir nochmal hier im Archiv nach. Na, nach Buchstaben sortiert. A, B, C, D, E, F, E. Jetzt bin ich, ja, richtiger Buchstabe. So. Okay, nee, nicht zu Fall. Ja, da ist die Fallakte. So, da schauen wir mal nach. Nee, das ist der postialische Adresse. Brauchen wir nicht. Wir brauchen den Identifikationsnamen. Da hat schon wieder meine dämliche Empfangsdame schon wieder nicht richtig dokumentiert. Warten Sie mal ganz kurz. So, da muss ich selber mal in meine Notizen gucken. Da haben wir ihn doch. Das müsste der Richtige sein. Ich hoffe mal, ich schicke Ihnen das Ganze hier über die Telekommunikationsplattform Teamspeak. Ist das richtig so? Ja, hier, schicken Sie es einfach in den Channel rein. Dann schauen wir mal. Da kann ich nämlich auch direkt mal schauen. Warten Sie ganz kurz. Es klopft an meiner Tür. Warten Sie kurz. Ja. Ganz kurz gemutet. Ja, ist gut. Ja, was ist denn das jetzt? Ja, und wenn es kalt wird, dann ist es so. Ich habe hier gerade ein wichtiges Gespräch. Was? Ja, ist ja schön für dich, dass du das extra für mich gemacht hast. Ja, mach die Tür zu. Spreche gerade. Ja, ich weiß gleich, es ist kalt. Ich komme ja schon. Noch. Ich glaube, er hat vergessen, ja, zu muten. Drei Minuten. Hallo? Oh. Ich glaube, da haben sie vergessen, sich zu muten. Kann das sein? Ich glaube, wir können weiter im Kontext gehen. Ich glaube, das ist nicht interessant. Das ist dir nicht in irgendeiner Form für den Fall relevant. Ich finde es aber auch nur respektlos gegenüber mir. Ich habe keinen zweifachen Doktortitel, um mit so viel Ignoranz hier über Teamspeak 3 zu kommunizieren. Ja, ich schaue gerade mal. Also, dann können wir nämlich auch schauen. Ja, ich
hallo? Ja. Entschuldigung, ich muss jetzt leider weg. Meine Mutter hat mich essen gerufen. Bin für heute dann erstmal weg. Ich würde dann nochmal mich über den postalischen Weg bei Ihnen melden. Alles Weitere beklären wir dann über den postalischen Weg und spätestens sehen wir uns dann am Bundesgerichtshof. Ich bin maßlos enttäuscht von Ihnen. Ihre Archivaufnahmen können Sie mir dann genau in die meine Kanzlei kommen lassen und dann würde ich sagen, ich wünsche Ihnen dann trotzdem noch einen schönen... User disconnected from your channel. Was war das denn bitte, Freunde? Oh Mann, Freunde, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut und der Typ, also der er nennt ihn ja die ganze Zeit seinen Mandant, der User, der gebannt wurde wegen Hacking, ich habe gerade nochmal geschaut, da ist ein Video mit dabei und der hat so hart sowas von gehackt, also der Bann ist auf jeden Fall gerechtfertigt und dann kommt er hier an und redet irgendwie was von Minecraft-Menschenrechte, sorry, aber da kann ich auch nicht anders als zu lachen. Habt ihr Bock, dass ich nochmal mit dem rede? Falls ja, dann lasst doch mal jetzt hier bei dem Video einen Daumen nach oben da und was haltet ihr eigentlich von meiner neuen Facecam? Ich habe ja schon etwas länger ein Greenscreen und jetzt habe ich mal einfach den Hintergrund durchsichtig gemacht. Wie findet ihr das? Und habt ihr vielleicht irgendwie Verbesserungsvorschläge für den für meinen neuen Facecam-Rahmen? Falls ja, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und dann war es das jetzt mit dem Video, Freunde. Ich war heute in diesem Video mal wieder auf meinem Server durchrasten.de. Die Server-IP findet ihr in der Videobeschreibung. Würde mich mega freuen, da jeden von euch mal drauf zu sehen. Vielleicht trifft man sich ja mal, wer weiß. Würde mich mega freuen. Und dann war es das jetzt mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Ciao.